So, guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur dritten und letzten Ausgabe des 17:15 Kolloquiums der ETH-Bibliothek im Frühjahrssemester 2021. Mein Name ist Rainer Rees und ich arbeite an der ETH-Bibliothek in der Gruppe ePublishing. Ich werde Sie heute durch das 17:15 Kolloquium führen, zu dem wir als Referentin Nicole Walger, die Direktorin der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, eingeladen haben. Aber bevor ich das Wort übergebe, möchte ich noch einige Worte zum Ablauf sagen. Der Vortrag dauert rund eine halbe Stunde. Danach ist eine halbe Stunde für Fragen und Diskussion vorgesehen. Ihre Fragen können Sie bereits während dem Vortrag in den Chat schreiben oder anschließend direkt an Frau Walger stellen. Ich würde Sie bitten, dafür die Handheben-Funktion in Zoom zu nutzen. Anschließend besteht auch noch die Diskussion, bei einer Breakout-Session weiter zu diskutieren. Frau Walger wird bei den verschiedenen Gruppen vorbeischauen. Der Vortrag wird, wie Sie wahrscheinlich bereits gesehen haben, aufgezeichnet und das Video anschließend online veröffentlicht. Im Video zu sehen sind lediglich die Folien und die Referentin. Die Aufzeichnung wird vor Beginn der Diskussion dann auch schon wieder beendet. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Mikrofon während der Veranstaltung, abgesehen natürlich von Diskussionsbeiträgen und Fragen, stumm schalten. Nach diesen organisatorischen Dingen würde ich gerne das Wort an Raphael Ball, den Direktor der ETH-Bibliothek, übergeben und ihn ganz herzlich begrüßen, da er heute die Einführung in das Thema und die Vorstellung der Referentin übernehmen wird. Und ich wünsche Ihnen schon mal viel Vergnügen beim Vortrag. Herr Rees, vielen Dank für die Einleitung und die Moderation, die Sie übernehmen. Liebe Frau Kollegin, so sagt man bei uns in der Branche, liebe Frau Walger, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserem 17:15 Kolloquium an der ETH-Bibliothek. Unser Gast, Nicole Walger, kommt heute aus Deutschland. Frau Walger ist Direktorin der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, wir haben es schon gehört. Und wir hatten Frau Walger im letzten Jahr schon einmal angekündigt und eingeladen. Dann kam Corona und Sie wissen, was dann passiert. Nun ist sie heute virtuell bei uns und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Frau Walger hat in Frankfurt Germanistik und Romanistik studiert, später auch Informations- und Bibliothekswissenschaften in Köln. Dann war sie an der Universitätsbibliothek Mainz, das freut mich besonders, ist ja meine Alma Mater, in verschiedenen Leitungsfunktionen engagiert, wo sie auch das BMBF-Projekt zur akademischen Integrität initiierte. Das wird noch wichtig sein für den heutigen Vortrag. Sie war dann stellvertretende Bibliotheksdirektorin an der Universität Siegen und ist seit 2019 in der jetzigen Position an der Universität Duisburg-Essen. Seit 2017, und auch das ist ganz relevant für unser Kolloquium und das heutige Thema, ist sie Sprecherin der Fachgruppe Akademische Integrität bei der DGI, bei der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaften und Praxis. Sie merken schon, dieses Thema ist ein Schwerpunkt in den Interessensbereichen von Frau Walger und genau auf diese Expertise freuen wir uns beim heutigen Vortrag mit dem Titel Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, Reloaded und die Rolle von Bibliotheken bei der Wahrung wissenschaftlicher Berufsethik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gute wissenschaftliche Praxis sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit an Hochschulen sein. Man sollte gar nicht darüber reden müssen. Tatsächlich aber ist nicht jede wissenschaftliche Praxis eine gute wissenschaftliche Praxis. Das hat viele Gründe, auf die wir hier gar nicht eingehen können. Das Problem der Massenwissenschaft spielt sicher ebenso eine Rolle wie das Schlagwort von Publish or Perish. Damit kommt das Thema gute wissenschaftliche Praxis auch in die Nähe der veränderten Publikations- und Lesegewohnheiten der Forscherinnen und Forscher und wird damit ganz plötzlich auch zu einem Thema für Bibliotheken. Ganz im Gegensatz dazu kommen unsere Einrichtungen aber in den Kodizes, den White Papers und den Handreichungen zur guten wissenschaftlichen Praxis bislang gar nicht oder wenig prominent vor. Ob und wenn ja, wie Bibliotheken sich aktiv in der Diskussion und bei der Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis engagieren können und sollten, das ist der Gegenstand des heutigen Vortrags. Wir sind gespannt und ich übergebe nun das Wort an unsere Referentin Nicole Walger und wünsche uns allen einen angeregten und
inputreichen Vortrag. Frau Balger, the floor is yours. Danke sehr, lieber Herr Ball, lieber Kollege. Ich danke Ihnen herzlich für die einleitenden Worte, wünsche aber zunächst auch mal von meiner Seite ja, einen schönen guten Tag in die Runde und hoffe, dass Sie alle wohlauf sind in diesen Zeiten, wo wir uns ja leider nur virtuell treffen können, aber damit vielleicht auch eine größere Weichreite für ein nach meinem Dafürhalten sehr wichtiges Thema haben. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, heute hier beim 1715-Kolloquium der ETH Zürich zu einem Thema sprechen und diskutieren zu dürfen, das, wie Herr Ball schon ganz richtig erwähnte, mich mittlerweile doch seit einigen Jahren einerseits vor dem Hintergrund meiner bibliothekarischen Verortung, aber auch andererseits in meiner Rolle als Sprecherin der Fachgruppe Akademische Integrität in der DGI beschäftigt. Ich werde hin und wieder mal nicken. Seien Sie davon nicht irritiert. Das ist das Zeichen für Frau Padovan, die uns durch die Folien führt, da es bei mir ein kleines technisches Problem gab. Ja, in der nächsten Stunde möchte ich also gemeinsam mit Ihnen darüber diskutieren, welche Rolle den Hochschulbibliotheken denn bei der Wahrung wissenschaftlicher Berufsethik im DFG-Kodex zugeschrieben wird, welche sie in diesem Kontext schon einnehmen und welche sie einnehmen können. Die spätere Diskussion einleitend möchte ich zunächst aber auch erstmal in einem kleinen Impulsvortrag, seien Sie nicht irritiert, es werden keine 5 Minuten sein, sondern ein Impuls, der wirklich eine Anregung zur Diskussion sein soll, einen früheren darlegen, warum sich die DFG im Jahr 2019 denn eigentlich veranlasst sah, die Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis neu aufzulegen, wann und vor welchem Hintergrund die Regeln in Deutschland denn überhaupt erstmals schriftlich fixiert und veröffentlicht wurden und auf welchen Prinzipien sie rekurrieren. Ja, und dann schließlich, wie sich das Reloading der DFG-Regeln nun auch formal und inhaltlich gestaltet, das finde ich ganz spannend. Daran anschließend möchte ich dann mit Ihnen einen kleinen Blick und ja, ich denke, es werden viele Kolleginnen und Kollegen aus den Bibliotheken dabei sein, einen Blick auf die den Bibliotheken zugeschriebene Rolle werfen, aber auch Fokus nehmen auf die von Bibliotheken bereits wahrgenommene und noch wahrgenommene Rolle und die noch auszubauenden Handlungsfelder, um dann abschließend die sich daraus ergebenden Chancen für die Wissenschaft und für die Bibliotheken sowie die dafür erforderlichen Voraussetzungen ein Stück weit mit Ihnen zu streifen. Es klingt sehr umfassend, das wäre es auch. Ich schaue, dass ich mich an die gegebenen 30 Minuten halte und starte dann jetzt gleich, Frau Padovan. Ja, mit der grundlegenden Überarbeitung der DFG-Denkschrift zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis in der jüngsten Fassung aus dem Jahr 2013 und der Erweiterung zu einem Kodex reagiert die DFG mit einem sogenannten Drei-Ebenen-Modell auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, dieses Mal verhältnismäßig schnell und mit einem auch dynamischen, zeitgemäßen Webportal auf die mit der Digitalisierung in der Wissenschaft einhergehenden, doch recht vielfältigen Herausforderungen. Sowohl im Rahmen sämtlicher Etappen des Forschungsprozesses, wie wir wissen, als auch in der wissenschaftlichen Kooperation. Beide Bereiche werden im Kodex tangiert. Die DFG reagiert damit darauf, dass mit der Digitalisierung eine bislang unbekannte Beschleunigung der Wissensverbreitung, der Speicherung und internationalen Verfügbarmachung einhergeht, und sich auch die wissenschaftlichen Arbeitsweisen ganz grundlegend verändert haben. Neben sehr wünschenswerten Chancen, wie der mit einer größeren Offenheit, Transparenz und Sichtbarkeit einhergehenden besseren Überprüfbarkeit und auch mit einer besseren Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse, bieten uns neue Informationstechnologien zugleich aber auch Gelegenheiten für neue Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Das darf bei allem Eifer und bei aller Motivation für die Technologie nicht ignoriert und auch nicht vergessen werden. Die Neuauflage des DFG-Kodex ist daher berechtigerweise ein klares und auch ein ganz wichtiges Zeichen dafür, dass vertrauensvoller Umgang und Verlässlichkeit auch und insbesondere im digitalen Zeitalter weiterhin unerlässlich sind
Und dass die Gesellschaft und das Wissenschaftssystem mit den sich immer wieder neu auftuenden technologischen Möglichkeiten, ja, die den Forschungsprozess ja sehr auf der einen Seite erleichtern, aber auch einmal mehr auf integres Verhalten in der Wissenschaft angewiesen sind. Auch weiterhin, und das ist zu betonen, tragen allein die Forschenden selbst die wissenschaftsethische Verantwortung ihrer Forschung. Wir sind noch auf der Folie, Frau Padovan, kein Problem. Ja, der neue Kodex bietet unseren Forschenden und allen an dem System zur guten wissenschaftlichen Praxis nun aber einen verlässlichen Orientierungsrahmen und auch Wertestandards für das digitale Zeitalter und damit für die nachhaltige Aufrechterhaltung des Vertrauens unserer Gesellschaft in die von ihr, und das muss auch immer wieder betont werden, finanzierte Forschung. Ja, Frau Padovan, wir gehen zur nächsten Folie. Eine solch zügige Reaktion legte die deutsche Wissenschaft, das hatte ich vorhin schon anklingen lassen, bei der Thematik leider nicht immer vor. Und so erstaunte es zumindest doch mich, dass redlicher Umgang mit Methoden, Quellen und Daten sowie auch geistigem Eigentum in Form von Richtlinien und rechtlichen Vorgaben international zwar schon sehr früh als maßgebend für die Wissenschaft definiert wurden, wirksame Präventions- und Sanktionsmaßnahmen gegen Betrug und Fälschung sowie Ehrenkodexe, Ordnungen und Positionspapiere zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis in Deutschland verschriftlicht, aber erst nach dem recht bekannten, groß angelegten Betrugsskandal um die beiden Krebsforscher Hermann und Brach mit der Denkschrift im Jahr 1998 Einzug. Zu diesem Zeitpunkt, als man dann nachweislich massiv vor Augen geführt bekam, dass doch auch Deutschlands Wissenschaftseinrichtungen zuweilen mal zum Mogeln, zum Fälschen und zum Betrügen bereit sind, herrscht in der deutschen Wissenschaftslandschaft wohl eingehend Einigkeit darüber, dass Fehlverhalten hier kein wirklich gravierendes Problem sei. Die Denkschrift zur guten wissenschaftlichen Praxis aus dem Jahr 1998 ist also sozusagen als der erste Kodex für die deutsche Wissenschaft zu verstehen, der dann im Jahr 2013 auch sogar eine erste Überarbeitung durchlief und als Hauptform für den Wissenschaftsbetrug seit Anbeginn auf die Triade von Fabrikation, Falsifikation und Plagiat fokussiert. Mich hat es ein wenig amüsiert, dass diese Triade häufig mit FFP abgekürzt wird. Im Zeitalter von Corona hat das ja dann auch nochmal eine ganz besondere Aussagekraft. Ja, mit ihrer Veröffentlichung hat sich an Deutschlands wissenschaftlichen Einrichtungen dann aber auch ein recht gut funktionierendes, flächendeckendes System zur Sicherung der Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis etabliert. Frau Padovan. Ja, die den Forschenden in solchen Kodizes immer wieder nahegelegten Verhaltensregeln werden häufig auch als Ethos der Wissenschaft beschrieben. Manchmal muss man auch einfach schauen, was meint das genau, was impliziert das? Und dieses Ethos konstituiert sich aus einem Komplex wissenschaftlicher Grundsätze, Rollenerwartungen, Belohnung, Sanktion sowie Überzeugungen und Regeln, sowie die Nichtbeachtung, die dann nachher auch in sozialer wissenschaftlicher Sanktion mündet und die eine wichtige Rolle im Wissenschaftssystem auch einnimmt, diese Isolation. Die Grundsätze für das wissenschaftliche Ethos nehmen ihren Ursprung bereits im 17. Jahrhundert, finden aber trotz aller Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte eine bis heute gültige Definition. Man höre und staune in Mertens Formulierung der sozialen Verhaltensmuster, die er in den KUDOS-Prinzipien zusammenfasst und deren Akronym sich aus den englischen Anfangsbuchstaben der Prinzipien zusammensetzt. Lassen Sie uns mal kurz darauf jetzt einen Blick werfen. Der Kommunismus umfasst dabei die Pflicht und das Recht auf Verfügbarmachung und Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse als Resultat kollektiver Anstrengungen, wobei das einzige Besitzrecht wissenschaftliche Anerkennung und Wertschätzung sind.
Der Universalismus impliziert, dass die Bewertung wissenschaftlicher Ergebnisse ausschließlich Argumenten und Sachverhalten folgt. Objektive, personale oder soziale Merkmale, wie beispielsweise die Herkunft, das Geschlecht, die Religion oder persönliche Qualitäten, fließen aber nicht ein. Ja, die Uneigennützigkeit beschreibt die für wissenschaftliches Arbeiten erforderliche Objektivität, ganz wichtig, die Unparteilichkeit sowie das selbstlose und leidenschaftliche Eintreten für das Wohl der Menschheit, hier allein orientiert am Wahrheitsanspruch und unberücksichtigt persönlicher Präferenzen. Und der organisierte Skeptizismus fokussiert last but not least darauf, dass das Denkprinzip der Wissenschaft einem grundsätzlichen Anzweifeln verschrieben ist und Kritik, Überprüfung und Revision daher jederzeit Berechtigung haben. Als weitere hier nicht erwähnte, aber ja doch wichtige Bestandteile der Prinzipien möchte ich kurz noch die systematische Widerspruchsfreiheit, die Sorgfaltspflicht, die Klarheit, Ehrlichkeit, Sparsamkeit, die Selbstlosigkeit, Fairness, den Respekt und die Verantwortung für nachwachsende Wissenschaftlerinnen-Generationen erwähnen. Vor dem Hintergrund, dass der in der Wissenschaft zunehmende Wettlauf um Forschungsgelder, die Abhängigkeit von Drittmitteln, Konkurrenzdruck im Sinn von Publish or Perish und die mit steigenden Journal- und Publikationszahlen einhergehende Gutachterbelastung, zuweilen aber auch die Gefahr der Förderung unethischen Verhaltens mit sich bringen, sind verschriftliche und neu aufgelegte Orientierungshilfen selbstredend wichtig. Von daher freue ich mich auch sehr, dass wir die haben. Sie sollen aber auch die Wissenschaft, die in der Wissenschaft politischen Verantwortlichen zugleich nicht von ihrer Verpflichtung, ihrer Verantwortung entbinden, im Interesse des Fortbestands der Qualität der Wissenschaft auch ihrerseits immer wieder gut und kritisch sowie steuernd auf die Zusammenhänge von wissenschaftlich unethischem Verhalten wie Wettbewerbsdruck und mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung einhergehenden privatwirtschaftlichen Entwicklungen des Publikationsmarkts zu schauen, um damit noch einmal ganz besonders sicherzustellen, dass die durch sie zu schaffenden Rahmenbedingungen, das ist schon gleich Leitlinie 1 auch, eine umfassende Kultur wissenschaftlicher Integrität auch auf praktikabler Art und Weise ermöglichen. Es ist immer wichtig, dass Regeln nicht abstrakt formuliert werden nur, sondern dass sie auch gelebt werden und ja, dem Wissenschaftssystem entsprechend auch immer wieder gut überprüft und kontrolliert werden. Frau Padovan, lassen Sie uns mit dieser kurzen Einführung darüber, woher wir beim Thema wissenschaftliches Ethos kommen, nun schauen, wie sich die Anpassung der Regeln ans digitale Zeitalter im Allgemeinen und im Besonderen an die Entwicklung im Publikationswesen in der Wissenschaft ganz konkret darstellen. Ja, und auch nochmal, auf welchen Ansatz sich das 10-köpfige Gremium der Überarbeitungskommission in Abstimmung mit der Hochschulrektorenkonferenz beim DFG-Kodex denn verständigt hat. Der Kodex ist ja immerhin ja schon vor 2 Jahren, darf man fast sagen, im Jahr 2019 erschienen, ist seit 2019 in Kraft getreten und nach einer Übergangsfrist bis zum 31. Juli 2022 ist er dann auch rechtsverbindlich in den Einrichtungen umzusetzen, sofern die Einrichtungen DFG Mittel beantragen möchten. Die verpflichtende Umsetzung wäre schon viel früher erfolgt, hat aber auch hier so ein bisschen unter der Corona-Pandemie gelitten, sodass den Einrichtungen auch noch ja, Chance eingeräumt wurde, das mit der nötigen Sorgfalt in ihren eigenen Häusern umzusetzen. Ehe wir auf die Inhalte schauen, ist es in jedem Fall lohnend, auch mal einen Blick auf die gewählte Struktur des Kodex zu werfen. Auf Basis eines 3-Ebenen-Modells, das Sie auf der linken Seite dargestellt sehen, sehen Sie auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, dass der Zielgruppe inhaltliche Orientierungsrahmen gegeben werden. Zunächst einmal mit Leitlinien als erster Ebene, sowie diese Leitlinien dann auch präzisierende Erläuterungen auf der 2. Ebene,
Das wird also zunächst einmal, wenn Sie sich das anschauen, und die Informationen sind sehr gut abrufbar im Web, recht niederschwellig vermittelt. Und das ist meines Erachtens auch ein guter Ansatz. Weiterführende und vor allem fachspezifische Informationen, Fallbeispiele und ein FAQ werden dann auf dritter Ebene als dynamische Website vorgehalten und fortwährend gepflegt. Ich finde, das ist ein recht zeitgemäßer Ansatz, der auch berücksichtigt, dass immer mal wieder neue Entwicklungen, aber auch neue Fälle zeitnah mit berücksichtigt werden können und man nicht immer auf ein festes, stabiles Dokument, die Veröffentlichung eines solchen Dokuments warten sollte, sondern dass man zeitnah den Forschenden Handlungsleitlinien, Ideen und Impulse mit auf den Weg gibt, indem man sich ja sozusagen für ein Living Document entschieden hat, das kontinuierlich aktuell gehalten wird. Der Vollständigkeit halber möchte ich kurz noch anmerken, dass der Kodex selbst in 5 Abschnitte mit einem Vorwort, einer Präambel, den Standards guter wissenschaftlicher Praxis, ja, und der Nichtbeachtung dieser sowie Umsetzung der Leitlinien untergliedert ist. Frau Padovan. Wobei ich gerne darauf hinweisen möchte, dass im Abschnitt der Standards, und hier kommt das Sahnefilet guter wissenschaftlicher Praxis, 19 Leitlinien formuliert wurden, die in 6 Leitlinien die allgemeinen Prinzipien der Wissenschaft nochmal genau erläutern, in 11 Leitlinien den Forschungsprozess selbst und in 2 Leitlinien den Umgang mit Nichtbeachtung in den Blick nehmen. Insbesondere die Leitlinien zum Forschungsprozess, die hier auf dem Screenshot ein bisschen abgeschnitten sind und dann auf der linken, rechten Seite fortgeführt werden, fokussieren auf den Umgang mit Digitalisierung und jetzt für Bibliotheken wichtig, damit einhergehenden Veränderungen der Arbeitsweisen und des wissenschaftlichen Kommunikationssystems, wie beispielsweise Nachweis, Publikations-, Recherche-, Speicher- und Kommunikationsinfrastrukturen, wie aber auch Datensicherung, freier Zugang im Sinn der FAIR-Prinzipien. Frau Padovan, werfen wir jetzt aber noch einen kurzen Blick, ehe wir gleich in die Tätigkeiten der Bibliotheken einsteigen, auf die Personen, die in der Präambel des Kodex als verantwortlich für die Einhaltung und Vermittlung der Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis adressiert werden. Hier lesen wir, dass als wesentliche Akteure neben den Wissenschaftlerinnen und den Leitungen der Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen ganz berechtigt die Fachgesellschaften, Fachzeitschriften, Verlage, Forschungsförderer, Hinweisgebende, Ombudspersonen und das Gremium Ombudsmann für die Wissenschaft adressiert werden. Die Nennung der Fakultäten und Arbeitsgruppenleiter ist in der Präambel, wie ich mal vermute, versehentlich untergegangen, was ich daraus ableite, dass sie später im Kodex aber noch sehr deutlich auch in den Leitlinien adressiert werden. Frau Padovan. Ja, obwohl sich die Veränderungen im wissenschaftlichen Arbeiten und im Publikationswesen auch ganz wesentlich und grundlegend im bibliothekarischen Dienstleistungsportfolio, wie ich meine, manifestieren und Bibliotheken doch geradezu als Zentren zu verstehen sind, in denen ein wesentlicher Teil der Forschung und des wissenschaftlichen Publizierens doch direkt zusammenläuft. Sie sind ja immerhin selbst ja nah und stark am Aufbau von und der Organisation von leistungsfähigen und sicheren Nachweis-, Publikations-, Recherche-, Speicher- und Kommunikationsinfrastrukturen beteiligt, pflegen sie, halten sie zentral vor und lassen sie auch zertifizieren. Ja, und obwohl sie über weitreichende Kompetenzen bei der Vermittlung von Kompetenzen im korrekten Umgang mit Informationen und Daten verfügen, sich kontinuierlich auch neue aneignen, und auch im Rahmen der Drittmittelförderung neue Services für bestmögliche Bedingungen der Versorgung, Verbreitung und Bearbeitung von Informationen schaffen. Ja, mit diesen, ja, in diesem Rahmen dann auch mit neuen Denkansätzen und Diskussionen über mehr Offenheit in der Wissenschaft, Reputationsmechanismen und neue Geschäftsmodelle für den Erhalt der Qualität des wissenschaftlichen Kommunikationssystems sehr proaktiv einbringen, finden Sie, und ja, das fand ich recht traurig,
im Kodex leider keine Erwähnung. Ja, zumindest die im Kodex zentral und mit großem Schwerpunkt hervorgehobenen Aspekte zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis, wie der öffentliche Zugang, die Nutzungsrechte, die Metadatenstandards, die Dokumentation, Autorschaft, Publikationsorgane und Archivierung, bilden dann aber, und das hat mich sehr beruhigt, eine direkte Schnittstelle zu den Handlungsfeldern zeitgemäßer Hochschulbibliotheken. Ich bin also der Auffassung, dass sie von den Hochschulbibliotheken geradezu, ja, auch wenn sie aus welchen Gründen auch immer von den Verfassern im Kodex, wie auch schon in der DFG-Denkschrift nicht gesehen wurden, ja, geradezu für sie ja eine Ermutigung darstellen sollten, sich weiterhin aktiv an der Beteiligung zur Sicherung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zu beteiligen. Ich sage in diese Runde mal ganz selbstbewusst, dass die Bibliotheken sich dabei durch zahlreiche Positionspapiere, wie denen jetzt einfach mal exemplarisch des Wissenschaftsrats, des Rats für Informationsinfrastrukturen, des Stifterverbands, des Ausschusses für wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der DFG oder auch des Deutschen Bibliotheksverbands sehr motiviert fühlen dürfen, einen klaren Auftrag für sich daraus abzuleiten. Dazu möchte ich mit dem heutigen Impulsvortrag, und das ist mit Impuls gemeint, nicht die Länge, sondern der Anstoß, für eine Ermutigung explizit ermuntern und nachdrücklich auch ja, die Gruppe, die hier heute im Auditorium sitzt, um Hinweis bitten, wenn Sie das jetzt als einen Holzweg erachten, ja, und Sie die Nichterwähnung der Bibliotheken völlig plausibel und ja, rational nachvollziehen können. Das wäre mir wichtig, auch nochmal, ja, um auch meinen Wissenshorizont ein Stück weit zu erweitern oder um einfach auch mal die Perspektive zu wechseln. Da ich zunächst aber noch ein weichendes Wort habe, möchte ich zuvor darlegen, wo ich das Potenzial von Hochschulbibliotheken sehe, indem sie auf Basis von Vermittlung, Diskussion, Informationsinfrastruktur, digitalen Werkzeugen sowie mit damit einhergehenden Services einen aus meiner Sicht sehr, sehr wichtigen Beitrag zur Wahrung wissenschaftlicher Berufsethik im digitalen Zeitalter leisten. Präventiv begegnen können Bibliotheken Fehlverhalten immer dort, wo dieses auf Unwissenheit und auf mangelnde Kommunikation über Regeln und Anforderungen beruht. Dabei ist es aber auch ganz wichtig, dass dies im engen Dialog mit der Fachlehre und den Graduiertenzentren schon früh in der wissenschaftlichen Ausbildung und auch später kontinuierlich immer wieder sehr transparent für Aspekte und Fertigkeiten der guten wissenschaftlichen Praxis, die der Informationskompetenzvermittlung ja wirklich nicht fremd sind, sensibilisieren und bei der Vermittlung entsprechender Grundfertigkeiten dann auch auf unterschiedlichen Wissensniveaus mit unterstützen. Sie werden sehen, in dem Wort mit unterstützen sehe ich immer die hauptsächliche Rolle natürlich in der Fachlehre. Ich sehe Bibliotheken aber sehr deutlich aufgrund ihrer weiten Öffnungszeiten, ihrer zentralen Position am Campus, ja, als zentrale Informationseinrichtung, ja, auch in einer wichtigen Ergänzungsfunktion, die Informationen immer dann bereitstellen kann, wenn sie auch wirklich ja im Problemfall, sage ich hier mal, zur guten wissenschaftlichen Praxis auch erforderlich ist. Ja, ein schönes Beispiel ist ja auch dafür, dass selbst in Lockdown-Zeiten der Corona-Pandemie es auf ganz wenige Tage in den Bibliotheken doch eigentlich immer noch ein Licht brannte, um Informationsversorgung sicherzustellen und die Hörer und ja, Webseiten und E-Mail-Adressen ja sehr aktiv glühten, ja, um weiterhin aktiv zu unterstützen. Und von daher denke ich, haben Bibliotheken auch geradezu ja eine aktive Rolle im Rahmen von Trainings, Beratungsangeboten sowie zentralen Informations- und Lehrmaterialien, sei es jetzt analog oder auch digital, wahrzunehmen, um ja rund um die Uhr für fragwürdige Praktiken und wissenschaftliches korrektes Handeln für Studierende, Lehrende, aber auch Forschende anbieten zu können.
An aktuelle Handlungsfelder anknüpfend können wir in weiten Teilen im Bereich guter wissenschaftlicher Praxis als Bibliotheken unterstützen. Ja, und uns sowohl im Bereich des Umgangs mit geistigem Eigentum einbringen, dem Umgang mit Daten, ja, und die wissenschaftliche Publikation von Forschungsergebnissen. Das sind wesentliche Handlungsgebiete, auf denen wir in den Bibliotheken schon sehr aktiv sind. Die Stichworte Plagiat, Zitiertechnik und Literaturverwaltung, Veröffentlichung und Zugang zu Forschungsergebnissen sowie Forschungsdatenmanagement und FAIR-Prinzipien stellen in meinem Referat jetzt eigentlich nur einen ganz kleinen exemplarischen Teil dessen dar, was noch möglich ist. Ich habe das auf den Folien noch ein bisschen weiter ausgeführt, möchte aber betonen, dass das damit auch längst noch nicht abgeschlossen ist. Da kann man sicher im Dialog noch mehr entwickeln. Das waren jetzt aber erstmal erste Ideen, wo ich sage, das sollte in jedem Fall auf dem Papier in den Folien auch erwähnt werden. Im Weiteren können sich die Hochschulbibliotheken dann auch in ihrer Funktion als zentrale Orte der Information auch mit dem Angebot und der Organisation eines ja, niedrigschwelligen Diskursangebotes zu sämtlichen Aspekten der guten wissenschaftlichen Praxis sein, ganz selbstbewusst auch zu den mit der Digitalisierung einhergehenden neuen Entwicklungen, Trends des am gesamten Forschungs- und Publikationsprozess ja, sich entwickelnden Auswirkungen und darüber im Rahmen von Veranstaltungen und Sitzungseinladungen in einem regelmäßigen und aktiven Dialog, den Sie auch aktiv selber suchen müssen, mit Studierenden, Lehrenden, Forschenden, aber auch Gremien und der Hochschulleitung ganz aktiv eintreten, um auf diese Weise dann gemeinsam eine flächendeckende Sensibilisierung oder eine Grundlage für die Schaffung einer guten Kultur akademischer Integrität anzustoßen. Thematisch erstrecken sich die Möglichkeiten auch hier nur als exemplarische Auswahl, die auf der Folie dann noch weiter ausgeführt wird, von der Diskussion über Stärken und Schwächen von Plagiatsdetektionssoftware, über Auswirkungen von Publikationsdruck und Ehrenautorschaften bis zum Thema Replikationskrise. Darüber hinaus und last but not least unterstützen die Hochschulbibliotheken aber auch noch mit der Bereitstellung sicherer Informationsstrukturen, der Heranführung an bestehende Werkzeuge, die sie nicht immer selbst entwickeln und auch nicht müssen, und dem Angebot von Services entlang des gesamten Forschungs- und Publikationsprozesses. Das beginnt im Bereich der Infrastrukturen exemplarisch mit dem Nachweissystem und Publikationsinfrastrukturen für Open Access, geht im Bereich der Werkzeuge über das Directory of Open Access Journals und den Research Data Management Organizator RDMO und endet noch nicht mit dem ORCID-Service, der Autorinnen bei der Namensidentifikation unterstützt. Nicht nur Autorinnen, auch wenn man sich intensiver ja, mit den Publikationsanalysen und den Fachinformationen beschäftigen möchte, spielt es eine ganz wichtige Rolle. Hier bietet die Folie auch wieder weitere Impulse, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Ich denke, damit hätte ich mehrere Folien füllen können. Bitte auch um Nachsicht, dass die Schriftgröße sehr klein geworden ist, um zumindest ein paar wesentliche Eckpunkte zu nennen. Die Vermittlung von Informationen, von Kompetenzen im Umgang mit ihr, sowie der Betrieb und die Weiterentwicklung von Informationsinfrastrukturen gehören also, wie ich meine und wie ich hoffe, auch dargelegt zu haben, zu den ureigenen klassischen bibliothekarischen Tätigkeiten. Sie haben sich nach meiner Einschätzung auch im digitalen Zeitalter noch nicht wirklich überlebt und können auch im Kontext der Fehlverhaltensprävention ein ganz wahrer Gewinn sein. Insbesondere, wenn man sich mal vor Augen führt, dass sie, wie ich mal geprüft habe, ja, zu 14 von 19 Leitlinien einen zentralen Unterstützungsbeitrag leisten können. Frau Padovan, der von mir gerade erwähnte wahre Gewinn, der sich mit der Einbringung der Hochschulbibliotheken in die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis ergibt, eröffnet also sowohl den Hochschulbibliotheken als auch dem Wissenschaftsbetrieb gute Chancen, die man gerne auch mit Synergieeffekten umschreiben kann und die ich im Folgenden kurz darlegen möchte. Wir alle sehen tagtäglich, dass sich mit der Digitalisierung auch die Arbeits- und Forschungsweise im Wissenschaftsbetrieb derart verändert hat, dass zugleich die zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen
sowohl an Lehrende, Betreuerinnen, aber auch Forschende und Gutachterinnen ganz enorm gestiegen ist. Gute Betreuung und sorgfältiges Überprüfen, wie es die Gewährleistung der Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis erfordert, müssen unter diesen Bedingungen zu einer wahren Herausforderung werden. Die nutzerorientierte Unterstützung, Anleitung und Entlastung durch Bibliotheken in unterschiedlichen Phasen des Lehrprozesses, des Forschungsprozesses sind daher bei der Bewältigung dieser Herausforderungen aus meiner Erfahrung oftmals sehr willkommen. Sie ermöglichen uns, auf Basis einer ganz breit angelegten und sinnvoll aufeinander abgestimmten Vermittlungs-, Diskurs-, Infrastruktur- und Servicekette, wie ich sie auf der vorigen Folie dargelegt habe, dabei auch noch eine ganz wunderbare Brücke in die Wissenschaft, diese zu schlagen. Und diese Möglichkeit hat man eigentlich als Hochschulbibliothek nicht immer per se. Der damit gegebene Direktkontakt zu Studierenden, Lehrenden und Forschenden schafft dann nicht nur die Gelegenheit, ja, in der Hochschulbibliothek selber neues Expertenwissen aufzubauen und zu binden, sondern auch mal ganz grundlegend den tatsächlichen Bedarf der Anspruchsgruppen im gemeinsamen Dialog zu eruieren, eine ganz weitreichende Einsicht in deren Nutzungsverhalten zu erlangen, ohne dass man jetzt ein elektronisches Tool mit Eye-Tracking-Funktion einsetzen müsse. Und daran anknüpfend auch nochmal eine Möglichkeit, neue Angebote und Dienstleistungen für die Verbesserung wissenschaftlicher Arbeitsprozesse zu etablieren. Last but not least verankert die Produktivmachung unserer bibliothekarischen Kompetenzen zur Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitstechniken, wenn wir es richtig machen, dann auch noch ein Stück weit stärker als bislang im Bewusstsein unserer Entscheidungsträger und stärkt einmal mehr die Position der Hochschulbibliotheken als zentrale Einrichtungen am Campus. Frau Padovan, wenn also die Bibliotheken, wie gerade dargelegt, mit dem Wissen aus ihrer täglichen Praxis doch über ein recht gutes Eintrittsticket jetzt verfügen, dass es ihnen einfach macht, bei den Themen der Inhaltsvermittlung, aber auch bei Metadatenstandards, Recherche, Publikations- und Dateninfrastrukturen sowie neuen Arbeitsfeldern einzusteigen, möchte ich zugleich nicht unerwähnt lassen, dass auch Sie den am Bedarf orientierten Ausbau publikationsunterstützender Services und Bereitstellung von zentralen Beratungsangeboten nicht einfach mal so eben aus dem Arm schütteln können und es dafür auch in den Bibliotheken noch weiterer Fähigkeiten bedarf. Ja, Sie werden, ja, es ist an Ihnen nicht vorbeigegangen. Wir bewegen uns in Zeiten, in denen die Wissensrepräsentation eben nicht mehr in Form des analogen Buches oder des elektronischen Buches stattfindet, sondern als Herausforderung haben wir auch immer häufiger das Format von Daten und die Software, die natürlich auch zentral nachgewiesen werden sollen und müssen. Ja, und diese Tätigkeiten und diese neuen Formen der Wissensrepräsentation unterscheiden sich dann doch auch nochmal erheblich vom traditionellen bibliothekarischen Aufgabenspektrum, das wir bislang wahrgenommen haben. Das heißt, Sie müssen in unseren Häusern auch nochmal mit einem nicht zu unterschätzenden Aufwand, das möchte ich betonen, und durch bedarfsgerechte Fortbildung grundlegend gefördert und aufgebaut werden. Denn wenn wir mit unseren Beratungsdienstleistungen als Experten im Bereich Publikations- und Datenkompetenz der Forschenden von diesen auch als solche anerkannt werden wollen, müssen wir uns auch grundlegend einmal mit deren Anforderungen auseinandersetzen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, die enge Zusammenarbeit schafft uns da gute Möglichkeiten. Aber wir sind dann auch in der Pflicht, unsere Kompetenzen an diesen Anforderungen orientiert weiterzuentwickeln. Ja, und wir benötigen sicher auch noch weitere kommunikative Fähigkeiten, didaktische Kompetenzen. Ja, und das können wir sehr gut im Dialog mit den beteiligten Playern und niemals alleine. Ich denke, dann wäre das nicht wirklich zeitnah schaffbar. Da können wir das gemeinsam aufbauen. Ja, und last but not least darf man auch den Aufbau technischer, administratorischer und organisatorischer Fähigkeiten nicht außer Acht lassen. Das wäre verwerflich. Was ich damit sagen will, ehe die Forschenden zu Experten im Bereich Publikationen und Daten werden,
müssen wir das zunächst erstmal selber in den Bibliotheken werden. Eine gute Grundlage, um sich systematisch mit Hilfe eines Werkzeugkastens in Fragen der guten wissenschaftlichen Praxis einzuarbeiten, bildet ergänzt um viele Fallbeispiele und Links zu internationalen Plattformen, Materialien und Netzwerken das Curriculum für Lehrveranstaltungen zur guten wissenschaftlichen Praxis von Gerlinde Sponholz, das Sie unmittelbar mit Erscheinen des DFG-Kodexes ebenfalls auch nochmal für die digitale Wissenschaft überarbeitet hat und darin auch Themen wie Predatory Publishing und Umgang mit Daten aufgreift. Sie gestatten mir den kleinen Werbetrailer an dieser Stelle. Die weiteren Informationen zum Curriculum finden Sie nachher auch noch im Literaturverzeichnis aufgeführt. Sie sehen, ich bin begeistert von diesem Produkt, zumindest als Einstiegshilfe. Ja, und als ein Tool, das man doch immer wieder heranziehen kann und sollte, wenn es mal zu unerwarteten Fragen kommen sollte. Ja, bei Erwähnung aller fundierten Kenntnisse und Fähigkeiten, die es also für den Aufbau von Services rund um das wissenschaftliche Publizieren, aber auch Forschungsdaten und Bibliometrie braucht, möchte ich schließlich auch nicht die ebenso erforderliche hohe Portion an Selbstvertrauen erwähnen. Das darf nicht unerwähnt bleiben, die braucht es. Denn dem wissenschaftlichen Ethos entsprechend handelt es sich bei den wissenschaftlichen Anforderungsgruppen ja in der Regel, und das ist auch gut so, um hochkritische Personen und Persönlichkeiten, die mit Beratungsdienstleistungen und Infrastrukturangebote, aber auch Tools berechtigterweise stets einer sehr kritischen Tauglichkeitsprüfung unterziehen. Sie geben uns dabei aber auch nicht selten mit dieser Kritik und der Rückmeldung wichtige Impulse für die Verbesserung und für die Weiterentwicklung völlig neuer Angebote, die wir selber in unserem kleinen Teller vielleicht nicht sehen würden. Damit komme ich dann auch zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für unser Tun, nämlich der Akzeptanz und der Nutzung der Angebote. Angebote, die nicht genutzt werden, sind in der Regel keine guten Angebote. Die Akzeptanz ist aber und ja, ist nur dann gegeben, wenn unsere Lösungen also der kritischen Überprüfung standhalten und wenn wir sie im kontinuierlichen Dialog mit den Anforderungsgruppen an deren Bedarf weiterentwickeln. Der enge und direkte Kontakt mit Forschenden, Lehrenden und Studierenden muss also noch mehr als bislang ein selbstverständlicher Teil von Bibliotheksarbeit sein. Wir müssen noch mehr nach draußen gehen, noch mehr interagieren, um zu verstehen, wie Wissenschaft im digitalen Zeitalter tickt. Ja, wenn wir es wirklich von ganzem Herzen uns zum Ziel setzen, Bibliotheksservices über den gesamten Forschungszyklus hinweg zu entwickeln. Idealerweise gelingt uns, Forschende mit in die Bibliothek zu integrieren. Das wäre wünschenswert, um dann in Form einer Scharnierfunktion zwischen Forschung und Bibliothek auf Basis der guten Mischung aus fachlichen und methodischen Kompetenzen gemeinsam solche bedarfsgerechten Lösungen zu entwickeln. Als Bibliotheksdirektorin ist mir sehr bewusst, dass das, wenn es gelingen soll, auch Mittel- und Ressourcenumschichtung erfordert. Diese Frage kommt ganz häufig und die möchte ich hier auch beantwortet wissen. So etwas lässt sich aber nicht von heute auf morgen reagieren und die Digitalisierung ist schnell. Der Einstieg kann dennoch über drittmittelgeförderte Projekte erfolgen, zunächst mal, die dann mittelfristig Veränderungen in der Personalstruktur auch vorbereiten, auch im Projekt befristigte Beschäftigte mit einschlägigem Wissen an die Einrichtungen binden und sie ja möglichst, wenn der Stellenplan es möglich macht, in diesen integrieren. Das setzt aus meiner Sicht eine recht frühzeitige Planung im Rahmen von kontinuierlicher Strategieentwicklung voraus, die Betroffene zu Beteiligten macht, die das gesamte Haus mit seinem Wissen involviert, um auch nichts verloren gehen zu lassen und die Nutzung der Angebote regelmäßig auch einer kritischen Prüfung unterzieht, um so dann am Ende kontinuierlich mit dem Dienstleistungsangebot besser zu werden, um erforderliche Ressourcen freizuschlagen und um dauerhaft als Partner in der digitalen Wissenschaft Akzeptanz und Sichtbarkeit zu finden. Wenn uns das dann noch in vielen Häusern gelingt,
Gelingt es uns vielleicht auch, in der nächsten Überarbeitung des DFG-Kodex als Akteur für die Einhaltung und Vermittlung der Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis Erwähnung zu finden? Ja, und die Wissenschaft beim Streben nach Wahrheit, Objektivität und der Wahrung der wissenschaftlichen Berufsethik ganz aktiv unterstützt. Frau Padovan, Sie dürfen zweimal klicken. Dreimal. Dies als Impuls für die weitere Diskussion von meiner Seite. Ich freue mich nun auf Ihre Fragen, auf Anregungen und ganz dem wissenschaftlichen Ethos entsprechend auch auf kritische Stellungnahmen. Legen Sie los. Ja, vielen Dank, Frau Walger, für den äußerst spannenden Vortrag.